Wow, guck dir diese Torte an. Jetzt zum spaßigen Teil. Wow, das sieht fantastisch aus. Hä? Hm? Wer ist da? Oh, sie ist weg. Verschwinde, Faltenlady. Die ist so hübsch. Ihr läuft das Wasser im Mund zusammen. Die sieht wirklich gut aus. Besser als mein Katzenfutter. Ich kann nicht warten. Oh yeah. Das ist das gute Zeug. Lass mir was übrig. Die ist köstlich. Hey, was hast du getan? Der Kater war's. Das ist nicht fair. Ich weiß, was zu tun ist. Was ist gerade passiert? Bereit dafür? Das ist so spannend. Guck, Kekse. Wow, die mag ich. Schätze, ich nehme die Torte. Die sieht lecker aus. Ich bin überglücklich. Ahem, jemand vergessen? Ha? Kitty will auch was. Ups, sorry. Nimm das. Schokolade und Streusel? Was soll ich damit machen? Echt jetzt? Kleiner Hinweis? Wir glauben an dich. Na gut, ich mach was draus. Schaut nach oben. Wow, ein Regenbogen. Lasst uns loslegen. Ich fang an. Ich weiß, was zu tun ist. Ich starte mit gelbem Zuckerguss. Ich nehme verschiedene Farben und bedecke die Torte. Oben mache ich weiter. Läuft ganz gut. Die wird fantastisch aussehen. Ich muss das noch glatt streichen. Dafür drehe ich die Torte. So geht's ganz einfach. Jetzt wird dekoriert. Ich nehme Mini-Marshmallows. Die sind wie Mini-Wolken. Sieht toll aus. Das ist ein leckerer Regenbogen. Die Kekse schmecken. Ich muss die aufessen. Die sind so schön cremig. Wow, hast du die gemacht? Ich bin beeindruckt. Ja, ich weiß. Hm, was mache ich? Ich hab's. Ich stecke diese Form auf den Keks. Da kommt Zuckerguss rein. Ich baue Schichten auf. Genau wie beim Regenbogen. Läuft ganz gut. Eine noch. Das toppe ich mit einem Keks. Auf den Teller damit. Die Form kann jetzt weg. Wow, gefällt mir. Das ist eine Mini-Torte. Und so schön bunt. Guck sie dir an. Gut gemacht, Schatz. Wow, ich bin stolz auf dich. Oh, jeder mit Pfoten kann das. Ist doch einfach. Hey, seht ihr die? Miau. Eine süße Mieze. Da ist wohl jemand verliebt. Ich werde ihr eine Torte machen. Ich lege die Herzform in die Streusel. Ich habe Schokolade geschmolzen. Die kommt ins Herz. Dann warten, bis sie fest ist. Jetzt kann die Form weg. Ich habe noch mehr gemacht. Das kommt zu den anderen. Wow, die sehen gut aus. Das ist katztastisch. Ich liebe sie. Das lief gut. Ich putze jetzt meine Pfoten. Hm, lecker. Oh, das ist niedlich. So süß. Aber meine Torte ist besser. Ich denke nicht. Gleich erfahren wir's. Komm schon. Guck, ich bin's. Willst du mich veralbern? Ich hab gewonnen. Juhu. Nee, nee. Egal, ich esse die jetzt. Das ist der beste Teil. Echt gut. Wie ist deine Torte? Darauf freue ich mich schon. Ich dachte, ihr macht Diät. Jetzt zur nächsten Challenge. Sind das Luftballons? Ich bin verwirrt. Was soll ich mit denen machen? Diese Torte sieht gut aus, aber ich kann sie noch besser machen. Was hat der Kater bekommen? Nüsse, ich hab Nüsse. Aber passt schon. Und Marshmallows, eine Idee formt sich. Ja, das ist perfekt. Er scheint zuversichtlich. Schaut da oben. Oh, gruselig. Ich mag das nicht. Hey, guckt euch das an. Du siehst finster aus. Lasst uns anfangen. Ich fange mit dem Keks an. Ich halbiere den, dann brauche ich roten Zuckerguss. Den schmiere ich auf den Keks. Jetzt garniere ich den mit Marshmallows. Die platziere ich rund um den Rand. Die andere Hälfte kommt oben drauf. Aus den Nüssen werden Reißzähne. Ich habe Vampirkekse gemacht. Cool, stimmt's? Ich bin genial. Diese Runde werde ich gewinnen. Niemand schlägt die. Du bist dran. Wow, die sind super. Ich will einen Ballon. Hab ihn. Ich
puste den auf. Ist schwieriger, als ich dachte. Ich glaube, der ist kaputt. Ist das mein Ballon? Nein? Lass mich nachdenken. Ah, ich hab's. Ich fange besser gleich an. Ich gebe Gelatine ins Wasser, dann kommt grüne Lebensmittelfarbe rein. Das müsste reichen. Dann noch verrühren. Jetzt tauche ich den Ballon ein. Der soll bedeckt sein. Das muss fest werden. Dann lasse ich die Ballons platzen und klebe die an meine Torte. Ich habe die Details schon draufgespritzt. Das ist der letzte. Wow, das ist ein Meisterwerk. Ein richtiges Kunstwerk. Guckt euch die an. Auf die bin ich stolz. Hä? Hast du was gesagt? Wow, Oma! Die ist fantastisch! Die soll gruselig sein. Er hat recht. Warte mal. Ich habe eine Idee. Ja, so wird's gehen. Ich mache Zuckerguss aufs Brett. Und mit dem Löffel verschmiere ich den. Ich mache noch mehr. Wenn das hart ist, kann ich dekorieren. Ich male Gesichter drauf. Das werden Geister. Ich bin eine Künstlerin. Die werden spooky-tastisch. Jetzt zu meiner Torte. Da kommen Perlen ran. Und dann meine Zuckergeister. Fertig. Wow, gefällt mir. Die ist perfekt. Wir haben gute Arbeit geleistet. Aber ich gewinne. Es geht los. Bitte ich. Ich bin's offensichtlich. Niemals. Ja, ich bin die Beste. Wir haben's geschafft, Schatz. Echt jetzt? Sie hat nur Balance gemacht. Sei nicht traurig. Du hast das toll gemacht. Also, das nenne ich ein Festmahl. Was hast du denn da an? Das ist doch keine Dinnergarderobe. Aber kein Problem. Ich habe hier ein Kleid. Ich helfe dir beim Anziehen. Ist ein bisschen eng. Warte, ich hab's gleich. Vielleicht auch nicht. Ach, es ist im Schokoaufstrich gelandet. Vielleicht ist es ja okay. Nee, voll mit Schokolade beschmiert. Das sieht nicht gut aus. Ups, das kannst du nicht anziehen. Was machen wir denn jetzt? Warte, ich habe eine Idee. Und die ist total süß. Dafür brauche ich nur diese Gummibänder. Zeit für ein Fashion-Makeover. Du musst deine Arme heben. So geht's. Ich lege die Bänder über deine Brust. Ich kreuze sie. Dann schneide ich die Bänder zu und lege sie um deine Taille. Das ist ein hübscher Rock. Du siehst fabelhaft aus. Aber da fehlt noch was. Du brauchst Schuhe. Das Gummibärchen kommt auf deine Sohle. Und dann wird's heiß. Mein Föhn macht das schon. Das Bärchen verteilt sich um deinen Fuß. Und du hast passgenaue Schuhe. Die sind exklusiv. Wow, ich liebe sie. Aber es geht noch weiter. Ich dippe sie in Schokolade. Naja, Barbie braucht rosa Schuhe. Und Absätze. Gehen wir noch einen Schritt weiter. Ich tauche sie in bunte Streuselkugeln. Dann sehen sie glamourös aus. Wow, sie sind perfekt. Ich bin echt neidisch. Sieht zum Anbeißen gut aus. Ich kann nicht widerstehen. Ich muss reinbeißen. So ein leckerer Rock. Sorry, Barbie. Wow, wie cool. Ich liebe Hello Kitty. Ein Apfel. Ich kann nicht weggucken. Hey, der bringt mich auf eine Idee. Ja, das könnte klappen. Los geht's. Ich lege den Apfel aufs Schneidebrett und schneide zwei Dreiecke aus. Dann breche ich einen Zahnstocher in zwei. Die schiebe ich in die Apfelstücke. Dann stecke ich die in den Apfel. Jeweils links und rechts auf den Apfel. Soweit, so gut. Der Holzspieß kommt in die Mitte. Der Apfel kommt in geschmolzene Schokolade. Und die verteile ich rundrum. Mit dem Spatel geht's ganz einfach. Aus Zuckerguss habe ich Kugeln geformt. Und mit dem Glas plätte ich die. Genau so. Ist ganz einfach. Mit denen dekoriere ich meinen Apfel. Oh, was für eine niedliche Schleife. Die kommt auf den Apfel. Genau hierhin. Aus dunklem Zuckerguss wird das Gesicht. Wow, sieht fantastisch aus. Köstlich und bezaubernd. Oh ja, ich beiß rein. Was mache ich hier? Schau dir diese Augen an. Ich kann das Kätzchen doch nicht essen. Oh, das klang seltsam. Hör auf, mich so anzusehen. Mir bleibt nur eins übrig. Ich setze meine Augenmaske auf. Schon besser. Jetzt kann ich den ohne schlechtes Gewissen essen. Total lecker. Das ist der beste Apfel, den ich je hatte.
Ein Kürbisaufkleber ist noch übrig und der kommt hier hin. Das kann nur eins bedeuten. Juhu, es ist Halloween. Ich bin so aufgeregt. Ich werde ganz viele Süßigkeiten essen. Aha. Hey, nur Papier? Ich weiß, hier gibt's was Leckeres. Ich habe mich wohl geirrt. Echt enttäuschend. Hey, hier habe ich gar nicht nachgeschaut. Ja, da ist was Süßes. Ich wusste es. Die werde ich genießen. Warte mal, ich habe eine bessere Idee. Ja, das wird super. Ich wickle die Bonbons auf, aber ich werde sie nicht essen. Ich brauche so eine Stange Brot. Darauf kommt der Kaubonbon. Den werde ich formen, bis das wie ein Knochen aussieht. Genau so. Das mache ich auch auf der anderen Seite. Das macht Spaß. Sieht aus wie ein Knochen. Aber die Farbe stimmt nicht. Ich tauche den in weiße Schokolade. Rein damit. Der muss komplett bedeckt sein. Mit der Zange wird's gehen. Danach hole ich den raus und lasse die überschüssige Schokolade abtropfen. Dann warte ich, bis sie fest ist. Es kommt noch mehr. In dieser Schale ist Kakaopulver. Ich tauche meinen Schminkpinsel da rein. Und dann bestäube ich den Knochen. So wird er alt aussehen. Das ist ein ziemlich cooler Effekt. Wow, der sieht so realistisch aus. Lecker. Hey, ist da jemand an der Tür? Süßes oder Saures? Oh, was zum... Oh, der Knochen. Keine Panik, das ist mein Snack. Hm, schön knusprig. Genau wie ich's mag. Ich glaube, wir sollten gehen. So, deine Schleife sitzt. Die steht dir echt gut. Hä? Was ist das? Nein, das glaube ich nicht. Heute ist dein Geburtstag? Happy Birthday, Teddy! Lass uns was Besonderes machen. Wir fangen mit der Torte an. Haben wir eine Torte? Sorry, aber ich weiß, was wir machen. Warte hier. Zuerst habe ich weiße Schokolade geschmolzen. Hm, die sieht gut aus. Da kommen Streusel rein. Jeder liebt die. Jetzt gut umrühren. Das könnte ich sofort essen. Aber das ist für Teddy. Hier habe ich Herzförmchen. In die kommt die Schokolade. Ich mache in jede Form genug rein. Aber nur bis zur Hälfte. Unten schiebe ich die Eisstiele rein. Und in jede Form kommt ein Keks. Dann fülle ich sie mit der Schokolade auf. Die Kekse sollen bedeckt sein. Das muss jetzt ins Gefrierfach. Eine Stunde sollte reichen. Und jetzt zum letzten Schliff. Es braucht Ohren und eine Nase. Die Augen sind aus schwarzem Zuckerguss. Ich tauche eine Mini-Waffeltüte in Schokolade. Und dann in die Streuseln. Jetzt brauche ich eine Kerze. Die kommt in die Waffeltüte. Oh, wie niedlich. Die kommen jetzt aufs Eis. Sieht wie ein kleiner Partyhut aus. Ah, das gefällt mir. Oh, Teddy, ich hab was für dich. Nein? Du willst, dass ich es bekomme? Okay, das finde ich gut. Hm, ist das lecker. Danke, Teddy. Das sieht gut aus. Wow, sowas habe ich noch nie gesehen. Warte, was ist das? Das hat ja viele Likes. Ganz schön viele. Die Süßigkeiten sehen lecker aus. Hä? Wer ist denn an der Tür? Ich schau mal lieber nach. Einen Moment, ich komme. Hallo? Hä? Niemand da. Seltsam. Warte, was ist das? Jemand hat mir Rosen gebracht. Wow, das ist ja süß. Oh, die sind von Nick. Er ist so romantisch. Ich mache ein Foto vom Strauß. Der sieht wunderschön aus. Warte mal. Ich habe eine Idee. Ja, das wird fantastisch. Dafür brauche ich eine Menge Bonbons. Zuerst wickle ich sie aus. Dann schmelze ich die Bonbons. Dafür kommen sie in die Pfanne. Ich drehe den Herd auf. Das dürfte nicht lange dauern. Hm, riecht echt gut. Ich rühre die um. Ich will ja nicht, dass sie anbrennen. Schön weiterrühren, damit sich die Farbe ändert. Ah, so soll's aussehen. Jetzt mache ich den Herd aus. Der Metallring kommt in die Pfanne, damit der die geschmolzene Masse aufnimmt. Hier stecke ich den Stiel der Rose rein. Jetzt ganz vorsichtig. Eine falsche Bewegung und alles ist hin. Die Rose soll vom Karamell umhüllt werden. Dann warte ich, bis es fest ist. Wow, guck dir das an. Sowas habe ich noch nie gesehen. Was für eine leckere, süße Rose. Die poste ich auf Social Media. Alle sollen sie sehen. Und jetzt wird genascht. Hm, ist wirklich gut. Wow, ich bin genial. Wow, die Leute lieben sie. Das freut mich. Diese Belohnung habe ich mir verdient. Sag Hallo zu meinem kleinen Freund. Wir werden viel Spaß haben. Lass uns hier ganz ruhig warten. Bereit? Was zum... Soll ich davor Angst haben? Gib's zu, du hast dich erschrocken. Ich weiß das. Sieht aus wie Oma. Obwohl, die hat besseres Make-up. Warte, das ist nicht gut. Was soll der Krach? Was macht ihr da? Als ob ich in den Spiegel schaue.
Das ist mein Schal. Ihr steckt in Schwierigkeiten. Euch werde ich zeigen. Ich wusste, dass er eine Hexe ist. Ist gar nicht so übel. Ja, das könnte gut werden. Ich habe voll Hunger. Ich brauche was zu essen. Kannst du laut sagen? Hey, was ist das? Wow, wo kommt das denn her? Ich beschwere mich nicht. Guck mal, was ich habe. Ein leckeres Würstchen. Schau dir das an. Ich schlage das Ei in die Pfanne. Jetzt drehe ich den Herd auf. Das bleibt nicht so. Mit dem Löffel verteile ich es. Genau so wollte ich es. Jetzt brät es. Das müsste reichen. Ich hole es aus der Pfanne. Jetzt zu den kleinen Details. Ich mache ein kleines Gesicht drauf. Das ist ein Gespenst. Wow, ich bin beeindruckt. Okay, ich bin dran. Come on. Ich schneide die Wurst oben ein. Hier mache ich 3 Schnitte. Aber nicht die ganze Wurst entlang, sondern nur noch unten. Sieht gut aus. Oben kommt ein Stück von der Wurst ab. Genau so. Die wird jetzt gekocht im kochenden Wasserbad. Das dauert nicht lange. Die kann jetzt raus. Perfekt gekocht. Jetzt kommt sie ins Brötchen. Hier noch ein Stück Zwiebel drauf. Und dann spritze ich Ketchup drüber. Ups, hätte ich fast vergessen. Es fehlen Spinnweben. Das war's. Ist okay, schätze ich. Aber wie schmeckt's? Finden wir es heraus. Guck dir das an. Das Eigelb ist flüssig. Genau wie ich es mag. Köstlich. Meine Wurst wird besser schmecken. Oh yeah. Ich wusste es. Echt gut. Mal sehen, wessen besser ist. Ich denke, das wissen wir beide. Woran bestand hier ein Zweifel? Warte, was ist los? Ich bin ein Geist. Das habe ich nicht erwartet. Hoffentlich verfolgt sie mich nicht. Das wird lustig. Hey, guck mal. Oh, du hast Gummiwürmer im Mund. Nichts erschreckt dich. Da ist die nächste Challenge. Wow, Desserts. Finde ich besser. Saftige Erdbeeren. Guck, was ich habe. Das wird gut werden. Ich lege die auf den Teller, dann träufle ich Schokosirup drüber. Ich lasse mir Zeit dabei. Ich will ja keine Sauerei machen. Das reicht. Jetzt brauche ich einen Keks. Den werde ich trennen. Die Hälfte breche ich in der Mitte durch und lege sie oben auf die Schokolade. Der Sirup wirkt wie Kleber. Jetzt tauche ich einen Zahnstocher in den Sirup und betupfe den Keks. Da klebe ich 2 süße Augen drauf. Oh, was für eine bezaubernde Fledermaus. Wow, das ist echt clever. Aber das kann ich übertreffen. Glaub mir, ich brauche einen Holzspieß. Da schiebe ich die Erdbeeren drauf. Lass mich nachdenken. Ich brauche nur 2. Die anderen kommen beiseite. Ich habe weiße Schokolade geschmolzen. In die tauche ich die Erdbeeren. Ich will sie beschichten. Das sieht lecker aus. Mir läuft schon das Wasser im Mund zusammen. Das wird reichen. Jetzt stecke ich Mini-Marshmallows auf die Erdbeeren. Mit den kleinen Spießen halten sie. Die sollen ja nicht abfallen. Es kommen 2 auf jede Seite. Jetzt überziehe ich sie mit Schokolade. Das ist der einfachste Teil. Sieht nicht gut aus, macht aber Spaß. Gleich fertig. Ist schon ganz gut. In dem Spritzbeutel ist Schokolade. Die spritze ich über die Erdbeeren. Ich mache das im Zickzack, damit es wie eine Binde aussieht. Das ist eine Mumie. Jeder weiß, die sind besser als Fledermäuse. Mir egal. Meine wird fantastisch schmecken. Süß, knusprig, lecker. Genau, was ich wollte. Warte mal. Hey, kleine Buddies. Sieht aus, als haben wir nur Haustiere. Wie schmeckt deins? Es wäre schade, die zu essen. Die sieht so gut aus, aber ich werde sie essen. Wow, die ist köstlich. So saftig. Was? Was stimmt nicht? Nein, alles ist perfekt. Ich bin sehr stolz auf dich. Meine Puppe hat süße Moves drauf. Guck sie dir an. Die hat sie von mir gelernt. Du bist ein Naturtalent, meine Liebe. Ich beginne lieber mit dem Kochen. Ich schiebe die Spaghetti in die Wurst. Die müssen nicht bis zum Anschlag rein. Jetzt kommen sie in den Topf. Die Nudeln sollen gar werden, aber nicht zu weich. Niemand mag lapprige Nudeln. Die können jetzt raus. Ich lege sie auf den Teller. Jetzt brauche ich Pfefferkörner. Ich drücke die in die Wurst. Mit einer Pinzette geht's einfacher. Jetzt brauche ich ein Messer. Ich mache einen Schnitt in die Wurst. Und jetzt zu den Nudeln. Ich werde sie flechten, als ob ich Wednesdays Haare mache. Es fehlt noch ein niedliches Outfit. Ich werde das aus Käse machen. Oh, sie sieht so hübsch aus. Es wäre eine Schande, wenn ihr etwas zustoßen würde. Wie aufgeschnitten werden. Naja, ich werde es tun.
Ich mache einen Schnitt genau in der Mitte. Ich halbiere den Käse, aber ich schneide nicht die Wurst durch. Jetzt brauche ich Ketchup. Ich spritze den in den Schnitt. Sieht lecker aus. Das stimmt. Man kann nie genug Ketchup haben. Ich denke, ich bin fertig. Guck dir das an. Ist okay, neidisch zu sein. Oh, dir werde ich zeigen. Ich brauche nur meine Puppe. Das wird dich umhauen. Guck dir das an. Oh nein, Entdeckung. Pass doch auf. Du steckst in Schwierigkeiten. Ich hätte Schlimmeres erwartet. Ja, Oma wird weicher für ihre alten Tage. Geht's dir gut? Mir ist so kalt. Hey, guck dir das an. Genau, was ich brauche. Was ist das? Ich habe eine Kürbisform. Und ich habe heiße Schokolade. Die wird mich aufwärmen. Riecht gut. Was hast du damit vor? Oh, gleich wirst du sehen. Ich lege die Form auf den Tisch und ich fülle sie mit Toffeeschokolade. Mit der Rückseite des Löffels streiche ich sie glatt. Die Form soll ausgefüllt sein. Es soll keine Lücke bleiben. Das mache ich auch mit der zweiten Form. Gleich fertig. Das muss noch fest werden. Sieht gut aus. Ich hole sie vorsichtig raus. Die dürfen nicht kaputt gehen. Ich lege ein Teil in die Muffinform. Jetzt geht's weiter. Ich mache einen Löffel Kakaopulver rein. Dann Mini-Marshmallows. Das andere Kürbisteil kommt oben drauf. Tada! Ziemlich gut, was? Dieser Kürbis enthält eine süße Überraschung. Ich bin noch nicht fertig. Hier habe ich heiße Milch. Ich gieße sie drüber. Der Schokokürbis schmilzt. Und das süße Geheimnis kommt raus. Das ist ein gruseliges Kürbis-Heißgetränk mit Schokolade. Meine Arbeit ist getan. Okay, eine Sache gibt's noch zu tun. Ich muss das probieren. Darauf freue ich mich. Ich weiß, das wird fantastisch. Schön umrühren. Die Marshmallows schmelzen schon. Wow, ich habe mich selbst überrascht. Ich denke, es ist fertig. Also los. Wow, stopp. Was ist los? Schau dir das an. Ich spritze Sahne auf meinen Kakao. Guck dir das an. Das ist eine Menge Sahne. Das stimmt. Und ich mache daraus etwas Besonderes. Das wird ein Kunstwerk. So, guck dir das an. Da sitzt ein Geist im Getränk. Okay, das ist lustig. Zum Wohl. Kosten wir sie. Besser als ich mir vorgestellt habe. Das ist köstlich. Mal sehen, wer gewonnen hat. Yes, ich wusste es. Gut gemacht, du hast es verdient. Der Spinnentee ist wirklich gut. Ich mag den. Wichtig ist, die saftigsten Spinnen zu nehmen. Hey, guck dir das an. Wow, Spritzbeutel voll mit Kuchenteig. Und ich habe ein Törtchen. Wir fangen besser an. Das sieht so fluffig aus. Ich habe eine Idee. Gib mir das Törtchen. Was? Nein. Das ist meins, besorg dir selbst eins. Ich dachte, das würde klappen, aber ist okay. Ich brauche ein Muffinblech. Da lege ich solche Muffinförmchen rein. Und dann kommt der Kuchenteig. Ich mache das bis oben voll. Das gleiche auch mit dem anderen. Aber ich bin noch nicht fertig. Ich brauche Teile aus Folie. Die verteile ich zwischen Förmchen und Blech. Genau so. Dadurch werden die Förmchen nach innen gedrückt und bekommen eine X-Form. Das kommt jetzt in den Ofen. Die müssen 45 Minuten backen. Ich möchte sie goldbraun haben. Mit der Pinzette entferne ich die Folie. Die ist nämlich heiß. Jetzt brauche ich den anderen Spritzbeutel. Da ist Zuckerguss drin. Den spritze ich oben drauf. Mit der Pinzette platziere ich jetzt Süßigkeiten auf den Muffins. Das geht ganz einfach. Dann kommen kleine Stücke schwarzer Schokolade. Die bilden das Gesicht. Und ich habe Geistermuffins. Ziemlich gruselig, was? Buh! Na gut, ich brauche eine Silikonform. Und eine Tüte mit rosa Zuckerguss. Ich befülle die Form damit. Aber ich spritze den nicht einfach rein. Ich erstelle ein Muster. Und jetzt zu meinem Muffin. Ich drehe den um. Und stecke ihn in den Zuckerguss. Wow, das hat geklappt. Sieht aus wie ein Gehirn. Das ist schlau. Und gehört mir. Lecker. Meinetwegen. Ich koste den. Lecker. Ich bin dran. Das ist der beste Muffin aller Zeiten. Warte. Was? Was ist los? Ich bin ein Genie. Hey, reiß dich zusammen. So viele Gleichungen. Hä? Guck, ich habe gewonnen. Schätze, ich bin die clevere von uns beiden. Nichts geht über Omas Hausmannskost. Man fühlt sich dann einfach besser. Es ist Zeit, das herauszufinden.
Hallo, Liebling. Oh, hallo. Was guckst du? Ich habe was zu essen für dich, Buddy. Was soll das sein? Ich muss etwas für Tina dabei haben. Wie unangenehm. Was sagst du denn dazu? Ach, so ist das also? Das ist ja angespannt. Es reicht. Stopp! Dafür gibt es nur eine Lösung. Hey, komm her. Du weißt, was zu tun ist. Es ist Zeit für eine Challenge. Dann mal los. Seht euch das an. Eure erste Challenge. Popcorn? Na gut. Das ist doch ganz einfach. Diese Fledermaus ist frisch. Diese Blätter habe ich heute Morgen gepflückt. Und auch Schokolade nicht vergessen. Sieh dir das an. Und schließlich der Popcorn-Mais. Es geht nicht ohne ihn. Und jetzt der Zauberspruch. Geister, ich befehle euch, knallt den Mais. Ich fühle mich so lebendig. Es ist wunderschön. Brodel, brodel, all die Mädel. Ja, es sieht gut aus. Ah, Schluss damit. Ich fange sie besser. Ich habe meine Tüte gleich hier. Oh, das macht Spaß. Sie hat es tatsächlich geschafft. Das wird reichen. Sieht lecker aus. Sehr gut gemacht. Wir warten noch. Du schaffst das, Oma. Psst, hey. Ich kann dir helfen. Aber wie? Oh, die Hand. Ich brauche deine Hilfe. Gib diese Bonbons der Oma. Ich zähle auf dich. Lass mich nicht im Stich. Was? Oh, das ist eine körperlose Hand. So eine brave Hand. Schmecke ich die Fledermaus? Moment mal. Du hast mich verraten. Ich mache aus dir eine Haxensuppe. Mann, sie hat Wutprobleme. Ich habe eine Idee. Ich gebe etwas Öl in die Pfanne. Also rein mit dem Mais. Und die Bonbons. Jetzt warte ich, bis sie gar sind. Ich lege einen Deckel drauf, um alles zu beschleunigen. Die Maiskörner platzen schon. Na schau, die Bonbons färben sie. Das reicht völlig aus. Wow, wie bunt das aussieht. Ich bin fertig. So ein schönes Popcorn habe ich noch nie gesehen. Ekelhaft, du wirst meins lieben. Meine Oma hat das toll gemacht. Bitte lass sie gewinnen. Okay. Du gewinnst, Oma. Oh, wow. Vielen Dank. Du weißt nicht, was du willst. Lecker. Was kommt jetzt? Das sieht gut aus. Psst. Wie wäre es damit? Du bist so nervig. Das ist es. Bei der nächsten Challenge geht es um Brot. Das kann ich schaffen. Wie funktioniert dieses Ding? Was macht sie da? Es klingelt. Hallo? Wen ruft sie an? Perfekt. Kann ich Ihnen helfen? Ich muss nur warten. Oh, das ging aber fix. Ha? Oh, hier. Behalten Sie das Wechselgeld. Was für ein netter junger Mann. Mal sehen, was ich da habe. Das ist Betrug. Na gut, zwei können dieses Spiel spielen. Hallo? Können Sie mich hören? Ich will eine Lieferung. Wow. Schneller Lieferung. Vielen Dank. Ahem. Danke, mein Freund. Immer noch hier, Gib das her. Toll. Lass uns später abhängen. Man gibt nicht auf. Na gut. Nimm das. Das sollte genügen. Du raubst mich total aus. Du solltest eine Maske tragen. Das war ein guter Arbeitstag. Mal sehen, was ich hier habe. Was? Kohle? So ist das also, ja? Hey, alte Frau. Hey. Willst du was Cooles sehen? Das klappt immer. Aber das ist Diebstahl. Genial, oder? Oh, oh, ist er zurück? Hallo, Kleiner. Moment, lass uns drüber reden. Das ist noch nicht vorbei. Du stehst auf meiner Racheliste. Halt mich da raus.
Ich mach besser mit meinem Rezept weiter. Ich lege einen Marshmallow zwischen zwei Brotscheiben. Jetzt schneide ich mit einem Glas einen Kreis aus. So wie hier. Ich lege den Brotkreis in das heiße Öl. Ich möchte, dass es schön goldbraun wird. Es ist knusprig, knackig und zähflüssig. Ich bin ziemlich zufrieden damit. Das ist doch langweilig. Was soll ich jetzt tun? Vielleicht kann ich diese Reste verwenden. Ich habe eine Idee. Ich rolle das Brot zu einer Spirale. Ich möchte, dass es eng bleibt. Ich stecke ein Holzstäbchen hinein, um es festzuhalten. Dann tauche ich es in Butter. Ich möchte es komplett beschichten. Dann gebe ich es in Zucker. Das war's. Leckere, süße Snacks. Die sind fast so süß wie ich. Denkst du, Betty? Das ist mir völlig egal. Ich denke, meine Oma sollte gewinnen. Oh, du bist so lieb. Schade für dich. Gut gemacht oder was auch immer. Ich frage mich, was es diesmal sein wird. Mir fällt nichts mehr ein. Oh, ein Apfel. Mach etwas damit. Das ist schon eher so. Ich sollte mich besser vorbereiten. Oh, ich fühle mich süß. Ich liebe die Gartenarbeit. Und ich bin so gut da drin. Es ist sehr entspannend. Ich pflanze diesen kleinen Kerl besser ein. Rein mit dir. Ich schiebe es gleich da rein. Ich hoffe, du bist durstig. Ich habe hier ein köstliches Wasser für dich. Trink aus. Das sollte reichen. Jetzt lasse ich es anbauen. Das dauert eine Weile. Nichts los. Nö. Gar nichts. Was? Ich bin wach. Das ist so tragisch. Komm schon. Das ist es, was du willst. Beeindruckend, was? Das hast du angebaut? Wow. Ich benutze es, um Prinzessinnen in Märchen anzulocken. Und jetzt gib mir die Äpfel. Aua. Das war wirklich lustig. Das ist genau das, was ich brauche. Ich brauche noch eine Sache. Ich lege den Apfel auf den Ständer. Dann lasse ich die Maschine ihre Arbeit erledigen. Sie schält ihn für mich. Ich muss mich einfach zurücklehnen und entspannen. Und das war's. Aber ich bin noch nicht fertig. Ich entkerne den Apfel. Ich nutze dafür einen Löffel. Da ist noch was drin. Als nächstes lege ich Bonbons ins Loch. Ich kann ihn jetzt beiseite legen. Ich habe ein Stück Teig. Ich schneide ihn in Streifen. Perfekt. Jetzt kann ich sie um den Apfel herumwickeln. Ich möchte sie übereinander legen, so wie hier. Jetzt ist es Zeit, ihn in den Ofen zu schieben. Ich will, dass das Gebäck golden ist. Das sieht aber lecker aus. Mir läuft das Wasser im Mund zusammen. Versuch mal, das zu schlagen. Wo hat sie das gelernt? Ich muss nachdenken. Ich weiß gar nicht, was ich tun soll. Wem mache ich was vor? Es muss noch beeindruckender sein als das. Autsch! Warte. Ich habe etwas. Wahrscheinlich eine Gehirnerschütterung. Aber es gibt noch etwas anderes. Ein Donut. Ich glaube, ich weiß, was zu tun ist. Zuerst schneide ich den Apfel in Stücke. Dann muss ich den Kern entfernen. Ich habe einen schönen Apfelring. Ich stecke einen Holzspieß hinein. Dann tauche ich ihn in den Teig. Ich werde alles beschichten. Jetzt ist es Zeit, ihn zu braten. Sieh dir diese Blasen an. Ich möchte, dass der Teig komplett gebacken wird. Er darf nicht matschig sein. Dann tauche ich ihn in geschmolzene Schokolade. Das ist ja zum Anbeißen. Jeder liebt Schokolade. Zum Schluss füge ich noch Streusel hinzu. Das sind gesunde Donuts. Aber sie schmecken großartig. Die riechen fantastisch. Du kotzt mich an. Gut gemacht, Oma. Bravo, du hast gewonnen. Hast du das gehört? Ich habe gewonnen. Juhu! Sieh dir das an. Wir sind so verschieden, aber gut. Die nächste Challenge ist Würstchen. Lecker. Und was nun? Mein treuer Eimer lässt mich nie im Stich. Oh, das habe ich ganz vergessen. Das beste Haustier, das ich je hatte. Sieh dir auch all diese Federn an. Vorsicht, ich habe Allergien. Ich konzentriere mich auf mein Gericht. Ich habe einen Kopf voll mit Leckereien. Mal sehen. Aha. Oh, eine Wolle. Ha? Was macht sie denn da? Warte mal kurz. Ich habe eine Idee. Ich würde es bereuen. Das würde eine tolle Überraschung sein. Ich dachte, ich hätte dich verloren. Ist das eine Schlange? Hab ich dich? Ach, du bist die Schlimmste. Nimm das. Aua.
Wo bin ich? Es war nur Wolle. Gib mir das. Warte. Ich weiß schon. Ich lege ein Würstchen in die Pfanne und schiebe Spaghetti rein. Genau so. Ganz durch. Ich will, dass das Würstchen in der Mitte ist. Dann gebe ich sie in kochendes Wasser und warte, bis es gar ist. Das reicht schon. Eine köstliche, sättigende Mahlzeit. Ich würde das essen. Du spielst diese Spielchen, hm? Jetzt ist es persönlich. Bitte Schluss damit. So verzweifelt. Geht es dir gut? Puh, gefunden. Ich wusste, dass ich ein Würstchen hatte. Du musst so stolz sein. Ich stecke ein kleines Stück Nudeln in das Würstchen, dann den Mais auf die Nudeln drücken. Ich mache das rund um die Wurst. Ich möchte sie mit Mais bedecken. Es dauert eine Weile, aber das ist es wert. Nun zum Brötchen. Ich werde es in zwei Hälften teilen, dann das Würstchen hineinlegen. Ich gebe etwas Soße dazu. Ich mag es scharf. Je schärfer, desto besser. Ich könnte es jetzt sofort essen. Ist das nicht fantastisch? Die Entscheidung liegt bei euch. Meine Omi gewinnt. Einverstanden? Ja, nimm das. Was für eine gespenstige Nacht. Genau wie ich's mag. Warum hast du solche Angst? Cheryl, das ist nur eine Party. Moment mal. Das ist creepy. Wo sind eure Kostüme? Oh, keine Kostüme, kein Eintritt. Ich dachte, ich sehe gut aus. Komm, lass uns abhauen. Wow! Autsch, das tat echt weh. Was ist passiert? Ich fühle mich nicht so gut. Ja, ich auch nicht. Ich fühle mich anders. So fremd. Was zum... Ah! Das ist voll verrückt. Meh, wenigstens haben wir Kostüme. Los, komm. Voll gut, dass wir diese Kostüme gefunden haben. Ha, echt gut. Fokus, Mindy. Wir wollen auf die Party. Wow, mir gefällt euer Look, Mädels. Ihr rockt total. Geht rein. High five. Wir sehen uns später. Viel Spaß. So verbringe ich also mein Halloween. Zu Hause, alleine, mit Hausarbeit. Ich bring's besser hinter mich. Dann kann ich entspannen. Guck dir diese Liste an. Die ist ewig lang. Immerhin ist nur noch eine Sache zu tun. Staubwischen. Oh, das ist so ungerecht. Wie schlimm kann's werden? Schätze, ich werd's gleich wissen. Sie hätte mir wenigstens einen schwarzen Staubwedel geben können. Naja, los geht's. Guck dir diese Spinnweben an. Hoffentlich sind die Spinnen weg. Noch so viel zu tun. Und kein Ende in Sicht. Schon klar, warum Mama mich dazu überredet hat. Warte mal. Was ist das? Das habe ich ja noch nie gesehen. Was da wohl drin ist? Vielleicht ein mystischer Zaubertrank. Oder nix. Ich könnte etwas Spaß vertragen. Jedenfalls besser als Hausarbeit. Ich brauche diese Spinne. Ich lege die Kiste auf den Tisch und trage eine Schicht Kleber auf. Da klebe ich Schaumstoff drauf. Ich buchstabiere einen Namen. Und ich mache ein gruseliges Logo. Sieht gut aus. Jetzt muss da Farbe drauf. Dafür nehme ich einen Schwamm. Mit dem wird's gleichmäßig. Ich liebe dieses Grau. Perfekt. Wenn's trocken ist, schreibe ich was drauf. Sieht aus wie ein Grabstein. Aber da fehlt noch was. Jetzt kommt die Spinne ins Spiel. Wow, die sieht voll creepy aus. Gefällt mir. Ich mache noch mehr davon. Das ist mein eigener gruseliger Friedhof. So einen wünscht sich jedes Mädchen. Hoffe, ich bekomme so einen. Das wäre ein wahr gewordener Traum. Ich stelle die ins Regal. Die machen sich gut als Deko. Mama wird überrascht sein. Vielleicht setze ich ihren Namen drauf. Vielleicht auch nicht. Ich stelle den hier hin. Fantastisch. Die haben hier gefehlt. Das war's. Ich habe alles erledigt. Das kann ich abhaken. Jetzt mag ich Hausarbeit irgendwie. Heute Nacht ist die Nacht. Die große Halloween-Party. Und ich bin sowas von aufgeregt. Ich muss mich fertig machen. Zuerst der Lippenstift. Das ist meine Lieblingsfarbe. Okay, was kommt jetzt? Oh, ein bisschen Puder. Ich will meine Wangenknochen betonen. Das müsste reichen. Wie sehe ich aus? Wow, manchmal überrasche ich mich selbst. Ich sehe gut aus. Ich bin ein Profi mit dem Make-up-Pinsel. Aber das Outfit gefällt mir nicht. Das sieht nicht wirklich nach Party aus. Oh, warum war ich nicht shoppen?
in dem Teil kann ich nicht ausgehen. Schätze, ich bleib zu Hause. Hey, die Geisterdeko habe ich ganz vergessen. Ich könnte... Ja, das wird klappen. Ich lege mein Kleid flach hin. Jetzt brauche ich weiße Farbe. Den Schwamm tauche ich da rein. Ich habe eine Geisterschablone aus Karton geschnitten. Die lege ich auf mein Kleid und tupfe die Farbe drüber. Ich darf keine Flecken auslassen. Wenn es trocken ist, male ich zwei Augen drauf. So einfach ist das. Jetzt kommt die Schablone runter. Und schon habe ich ein gruseliges Kleid. Wow, was für eine Verwandlung. Ich schaue es mir gleich im Spiegel an. Das ist viel besser. Ich sehe gespenstisch aus. Und ich bin bereit für die Party. Juhu! Oh yeah, ich liebe diesen Song. Das ist die beste Party aller Zeiten. Schalalalala. Ich will, dass sie nie endet. Ich habe an meinen Moves gearbeitet. Wuhu! Sieht gut aus, Bro. Hey, nicht so laut. Ich versuche zu schlafen. Schaut mich an. Ich brauche meinen Schönheitsschlaf. Komm mal hier rüber. Was? Warum? Ich muss dir was zeigen. Ich will zu meiner Mami. Oh, er schläft wie ein Baby. Süße Träume. Wo waren wir? Lass uns tanzen. Als ob du meine Gedanken lesen kannst. La 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 la. Ich werde die ganze Nacht tanzen. Dreh die Musik auf. Lauter. Juhu. Packen wir es an, Mädels. Jetzt wird's laut. Oh yeah. Ich liebe diese Party. Voll geil. Das ist die Halloween-Party, auf der man sein muss. Ups, mein Hut. Ich liebe das. Das sollten wir öfter machen. Schubidubidoo. Was für eine Stimme. Ups, ich habe mein Getränk umgestoßen. Leute, nicht bewegen. Die Party ist ruiniert. Oh, das ist nicht gut. Was hast du dir dabei gedacht? Das war ein Unfall. Keine Panik, ich mache das sauber. Das dauert nicht lange. Hä? Wo kommt das her? Voll seltsam. Hat jemand eine Puppe verloren? Ich werde dir Müll entsorgen. Warte, die bringt mich auf eine Idee. Gib mir einen Moment. Ich gebe dieser Puppe ein Makeover. Zuerst zeichne ich einen Kreis auf den Kopf. Der muss relativ groß sein. Jetzt schneide ich den aus. Als nächstes male ich den an. Und zwar mit grauer Farbe. Dafür nehme ich einen Schwamm. Ich drücke den vorsichtig an. Ist anders, als wenn ich mich schminke. Ich glaube nicht, dass das zu mir passen würde. Ich färbe den ganzen Kopf ein. Der ist für was Großes bestimmt. Jetzt warte ich, bis alles trocken ist. Dann mache ich mit dem schwarzen Stift weiter. Ich habe die Augen weiß ausgemalt. Das sind perfekte Becherhalter. Und die sehen super creepy aus. Wow, voll cool. Darauf stoße ich an. Worauf warten wir, Mädels? Es ist Partyzeit. Mindy hat die Party gerettet. Ein kleiner Schnitt hier. Ups, nicht zu viel. So, das sieht gut aus. Meine gruselige Deko ist fertig. Und die ist scary. Man braucht Halloween-Gespenster. Die sehen wie eine kleine Geisterfamilie aus. Ich bin vom Einkauf zurück. Ich glaub's nicht. Was hast du gemacht, Mindy? Das Zimmer ist das reinste Chaos. Hörst du mir zu? Räum die Einkäufe weg. Ich bin gerade beschäftigt, Mama. Die Deko macht sich nicht von selbst. Ich muss die auf schwarzes Band auffädeln. Hallo? Hast du mich gehört? Die Einkäufe, sofort. Okay. Sonst bekommst du Ärger. Hör auf, mit diesen Gespenstern zu spielen. Wow, Mama ist echt wütend. Ich habe bloß versucht, in Halloween-Stimmung zu kommen. Puh, das ist ja eine Menge Knoblauch. Zum Glück bin ich kein Vampir. Was haben wir noch? Hä? Was ist das? Mama hat viel eingekauft. Jetzt habe ich Hunger. Ich genehmige mir einen Snack. Das Glas ist ja riesig. Warte mal. Ich habe eine tolle Idee. Zuerst mache ich das leer. Mama wird schon nichts dagegen haben. Hier habe ich eine meiner alten Halloween-Masken. Die stecke ich ins Glas. Dann kommt da Wasser rein. Das habe ich mit grüner Lebensmittelfarbe eingefärbt. Wow, sieht fantastisch aus. Wie aus einem Horrorfilm. Gefällt mir ziemlich gut. Das würde ich nicht im Küchenschrank finden wollen. Stell dir das mal vor. Das kommt hierhin. Die perfekte Dekoration. Oh, hey, Mama. Hier sieht's ja immer noch chaotisch aus. Ich habe an was Wichtigem gearbeitet. Das ist ziemlich beeindruckend. Sieht irgendwie aus wie dein Papa. Aber hier liegt alles rum. Du musst aufräumen. Fang besser gleich an. Ich beeil mich, weil ich noch mehr gruselige Sachen machen will. Oh. Entschuldigung, dass Sie warten mussten. Bitte sehr, meine Dame. Oh, danke. Was ist das? Happy Halloween? Was ist hier los? Ich weiß nicht. Was? Nein, nein!
Halloween, es ist Halloween. Das Menü sieht gut aus. Was probieren wir zuerst? Den Zombie. Gehirn. Wow, das sieht gut aus. Wow, sieht echt gut aus. Hä? Wo ist meins? Ich kann es kaum erwarten, das zu probieren. Teilen wir? Hä? Was? Nein, besorg dir dein eigenes Gehirn. Das riecht voll lecker, wie Erdbeeren. Ich werde jeden einzelnen Bissen genießen. So lecker. Ich glaube, ich werde schon schlauer. Die Summe der Quadratwurzel von je zwei Seiten eines gleichschenkligen Dreiecks ist gleich der Quadratwurzel der verbliebenen Seite. Alles okay? Füll das bitte aus. Hä? Ein Test? Aber Moment, ich bin ja ein Genie, also kein Problem. Fertig, du wirst sehen, es ist alles richtig. Beeindruckt? Okay, guter Anfang. Falsch, falsch, total falsch. Im Ernst? Eine 6? Was? Bin ich immer noch dumm? Blöder Gehirnmuffin. Wo kommt das denn her? Hey, hey, guck mal. Ich glaube, ich muss gleich kotzen. Das sieht echt übel aus. Ich bin Vegetarierin. Nein, das esse ich nicht. Niemals. So übel sieht das doch gar nicht aus. Hey, keine Sorge, ich übernehme das. Ich schneide hier ein kleines Stück ab. Ein bisschen verkocht, aber nicht so schlimm. Blutig. Ziemlich gut, die Blutklumpen sind echt lecker. Wirklich? Okay, ich versuch's mal. Ja, sehr gut. Schmeckt mir. Ha, okay. Nächstes. Dum, dum, dum. Der Smasher. Kakerlakenkuchen. Die sehen echt übel aus. Okay, los geht's. Das sieht so eklig aus. Bewegt sie sich? Nee, nur meine Fantasie. Nein, nein, auf keinen Fall, das esse ich nicht. Ich kann es schon schmecken, widerlich. Das ist nur eine tote, fiese Kakerlake, die tut mir nichts. So knusprig, ich kann spüren, wie sich ihre Beine bewegen. Ihr geht so zäh. Ich muss das ausspucken. Ist es doch einfach. Okay, ein letzter Versuch. Es ist keine Kakerlake, sondern nur ein schönes Schokobrötchen. Immer noch eine Kakerlake. Ich kann das nicht. Was zum... Nimm das und das und das. Beweg dich nicht, bleib da. Komm zurück. Das sieht aus wie Schokosirup. Schmeckt auch so. Bitte nicht. Erinnere mich dran, dir danach Kaugummi zu geben. Okay, das sieht nach einem ziemlich normalen Kuchen aus. Also, ich mag Zuckerguss. Moment, da ist doch was drin. Wie krass, das ist einfach mal Geld. 100, 200, 300, 4. Ich bin reich. Und da ist noch mehr. Ich werde so viele Pizzen davon bestellen. Es geht immer weiter. Da ist so viel. Okay, das ist mega unfair. Psst. Wer ist da? Hallo? Und jetzt verdiene ich mir Geld. Das ist meins. Das perfekte Verbrechen. Das war ja merkwürdig. Mein Geld, es ist weg. Hast du... Er ist weg. Ich kann's nicht glauben. Naja, wenigstens habe ich noch den Kuchen. Aber ich wäre viel lieber reich. Okay, Nummer 3. Schauen wir mal, was kommt, wenn ich die Hexe wähle.
Das sieht lustig aus. Hexenfinger sieht aus wie was Süßes oder Spargel. Hast du das schon gesehen? Eine Schüssel voller Würmer. Das ist so widerlich. Na dann, guten Appetit. Willst du das wirklich essen? Es geht los. Ich kann nicht hinsehen, aber ich kann auch nicht wegschauen. Ich wusste nicht, dass wir uns fürs Abendessen schick machen müssen. Du bist dran. Nein, du kannst mich nicht zwingen. Was machst du da? Warum schwebst du? Ist das? Okay, du hättest nur bitte sagen müssen, ich esse die zappelnden Würmer, aber tu mir bitte nicht weh. Stell dir vor, es wäre Spaghetti. Da ist Dreck dran. So saftig, so aromatisch, so gut. Der Dreck hebt den Geschmack noch hervor. Ich bin im Paradies. Ich fühle mich jetzt ein bisschen aufgebläht. Wag es nicht. Verzeihung. Ladies first. Ich werde den Vampir nehmen. Eine Fledermaus. Cool. So süß. Ich kann dich nicht essen. Was hast du? Augäpfel. Die sehen gut aus. Willst du tauschen? Okay, Zeit, diesen süßen kleinen Kerl zu verspeisen. Das ist mega lecker. Sieht auch gut aus. Aber irgendwas passiert hier. Ich spüre eine Veränderung. Ich will dein Blut aussaugen. Hör auf rumzualbern. Ich muss mich konzentrieren. Okay, das sind nur Augäpfel. Ich will Blut. Das ist wie ein schicker Drink mit Oliven. Die sind wirklich wie Oliven. Den hier brauche ich nicht mehr. Komm zu mir. Spitz, Auchi. Von dem hier bestelle ich mir auf jeden Fall noch eins. Schmerz! Oh, tut das weh. Was war das? Vermutlich nichts. Kennst du einen guten Zahnarzt? Geht's dir gut? Du siehst ein bisschen blass aus. Ich glaube, ich habe mir einen Zahn abgebrochen. Es ist soweit. Ist sie hier drin? Oh yeah. Komm zu Papa. War ich zu laut? Stell das Zuckergift weg und kipp das runter. Sofort. Du weißt es doch besser, Leo. Igitt, das Zeug ist ja grün. Und ich genehmige mir das hier. Das ist unfair, Oma. Ich weiß, warum du das magst. Nicht cool, Oma. Betrachte dich als herausgefordert. Was? Ganz genau. Es wird Zeit für unsere Challenge. Ich bin total aufgeregt. Stein, Schere. Papier. Guck, Stein. Schere. Ich hab gewonnen. Egal. Ich hab Bananen. Wow. Das ist schön. Was mache ich mit denen? Ich weiß. Warte, hier kommt die Herdplatte. Wenn das Wasser kocht, kommt die Schüssel drauf und die weiße Schokolade rein. Das wird schnell schmelzen. Noch umrühren, dann wird sie schön cremig. Na los, schmelze. Wie das Teil abgeht. Runde um Runde um Runde. Alles wird so unscharf. Was ist passiert? Wo bin ich? Bin ich noch in der Koch-Challenge? Was ist hier drunter?
Noch mehr Bananen? Ja, endlich ist es soweit. Phew, weiter geht's. Bereit zum Dippen? Festhalten, kleine Banane. Ich trage heute dick auf. Mit den Gesichtern sehen sie wie Gespenster aus. Man kann jedes Design machen. Je mehr Schokolade, desto besser. Sind die nicht toll? Oh, wie süß. Hey, was ist das? Oma, ich wollte sie nicht so doll erschrecken. Hey, meine Pferde. Ja, lach du nur, Leo. Spooky. Bring mir es hinter uns. Sind die reif? Definitiv nicht. Oh je, Oma. Warte, ich habe eine brillante Idee. Schmeißen wir die in den Ofen. Einfacher geht's nicht, stimmt's? So, sie sind fertig. Und sie riechen fantastisch. Wow. Ah, sie haben jetzt deine Lieblingsfarbe, Leo. Aber ihr Inneres ist noch gelb. Und so schön weich. Yum. Und jetzt zum besten Teil. Wird Zeit zum Essen. Und dieses kein Zahndessert ist perfekt für mich. Guck, wie schön weich das ist. Ich mach's noch besonders. Mit Schlagsahne natürlich. Tada! Eine Kleinigkeit fehlt noch. Streusel. Bist du fertig? Vermisst du nicht was? Gehört alles dir? Erst die Brille. Ich kann wieder sehen. Bitte nimm die. Kauleisten sind drin. Willst du tauschen? Bananen sind wirklich vielseitig, was? Der Typ ist ja süß. Köstlich. Gut gemacht. Das dürfte interessant werden. Guck dir das an. Und? Ist interessant. Ich denke, das geht schon. Zumindest essbar. Wow. Juhu. Ja, genau. Okay, ziehen wir das durch. Ich hab rote Paprikaschoten. Ich hab was ganz anderes. Ich bin zuversichtlich, siehst du? Oh, ich mag die nicht. Wie du willst. Ich leg mal los. So ist's gut. Genug Platz für einen Klecks Frischkäse. Mit dem Löffel schön verteilen. Dann kommt schwarzer Pfeffer drauf. Jetzt Käse und Schinken. Und noch mehr Käse und Schinken. Dann kommt die Paprika drauf. Sie zu schneiden ist eine gute Idee. Dann lässt sie sich leichter essen. Sieht das nicht göttlich aus? Was ist los, Leo? Hä? Die Uhr tickt. Okay, okay. Ich kann damit was anfangen. Zuerst muss die Kruste ab. Und jetzt zu den Würstchen. Ich schneide sie in Streifen. Und jetzt wird's heiß. Die kommen in die Pfanne mit ganz viel Ketchup. Und zwar richtig viel. Die sollen komplett bedeckt sein. Jetzt sehen sie schön saftig aus. Ist die Wurst heiß, kommt sie aus der Pfanne direkt aufs Brot. Man kann so viele nehmen, wie man will. Wichtig ist nur, dass sie draufbleiben. Wie wär's damit? Es regnet schwarz. Sieht aus wie Dreck, stimmt's? Oh, sehr gesinnvoll niedlich. Mehr Ketchup, bitte. Die Schlemmerzeit ist gekommen. Ich kann das Blut fast schmecken. Oma? Zu viel. Was ist das? Nein. Du und deine Dunkelheit. Yeah. Probieren wir wieder das des anderen? Bei dem weiß ich nicht so recht. Aber ich sehe Käse. Genieß es. Knackig und cremig. Bon Appetit. Das schmeckt ja interessant.
gar nicht mal so übel. Mal sehen, das ist eine solide 7. Dafür gibt's 8. Oh, du hast gewonnen. Fang du jetzt an. Zu langsam. Och, reingelegt. Augäpfel. Schade, dass die nicht echt sind. Ekelhaft. Sieht gut aus. Upsi. Wow, das sieht ja gut aus. Ich hab's. Ich hab hier eine Schüssel mit Eis und gleich wird's richtig krass. Haha, entspann dich. Das ist nur Saft. Im Himmel sei Dank. Ich werde alles davon brauchen. Das Eis hält den schön kühl. Riecht nach Kirsche. Jetzt zu den Augäpfeln. Viel Spaß beim Schwimmen. Guck sie dir an. Siehst du? Ist schwer, seine Augen davon abzuwenden. Bereit, Hand anzulegen? Je mehr Körperteile, desto besser. Süße Würmer passen immer. Langsam kommen wir voran. Oh yeah. Also, hat jemand Durst? Diese gruselige Bowle wird deinen Durst stillen. Willst du was? Auf keinen Fall. Du bist dran. Also gut, schauen wir mal. Äpfel. Die sehen frisch aus. Warte mal. Meine Übungserinnerung. Großartig. Was jetzt? Los, ich bin bereit. Wow. Ich will den Saft, Baby. Gleich geschafft. Ausgequetscht. Und zum nächsten. Geschafft. Wie krass, Oma. Jetzt kommt der lustige Teil. Wie gefallen dir meine Äpfel? Das werde ich gleich rausfinden. Prost. Ach du meine Güte. Okay, los geht's. Nicht schlecht. Nein, überhaupt nicht. Ja, wir haben beide gewonnen. Du sagst es, Oma. Was für eine leckere Challenge. Hoffentlich hast du Appetit auf mehr bekommen. Wessen Torte hat dir besser gefallen? Lass es uns unten in den Kommentaren wissen. Teile dieses Video auch gern mit deinen Freunden und falls noch nicht getan, abonniere unseren Kanal für weitere unterhaltsame Videos wie dieses.